Ja, servus, mein Name ist Josh Armstrong. Ich lebe in Wien, Österreich. Ja, mein Name ist Luca Hastel, ich komme aus Wien. Naja, also ich bin Zivildiener seit August und habe so gesehen auch die Rettungsausbildung dann gemacht zum Rettungssanitäter. Und sobald das mit Coronavirus eben losging, war es eine sehr stressige Zeit bei der Rettung. Also ich würde sagen, der Einfluss war ziemlich groß. Wir mussten Masken tragen, mussten Brillen tragen. Die Dienste wurden anstrengender mit Desinfizieren. Die Hände kamen schon langsam so, sind schon langsam so ausgetrocknet. Ja, also ich hatte sehr viel zu tun mit Corona. Ich hatte sehr viele im Dienst vor der Nacht und sehr viele Corona-Transporte. Sehr viel zu tun mit Corona. Corona. Wir hatten relativ viele Corona-Patienten. Transferierungen, zum größten Teil Transferierungen. Viele Verdachtsfälle auch. Aber prinzipiell ist es halt so, dass die Leute, sobald es etwas wie eine Pandemie gibt, einfach unnötigerweise oft anrufen, weil sie dann Angst haben, dass sie selber was haben. Also man kann schwer sagen, wie viel wirklich man Kontakt hatte. Ja, auf jeden Fall. Also man macht sich Sorgen, nein, volle Wäsche. Weil wenn man selber der Grund ist, dann, wenn man das zum Beispiel aus dem Dienst herausschleppt und dann selber der Grund ist, warum jemand in der Familie sich vielleicht auch ansteckt, dann ist Gefühl, das möchte ich nicht haben, weil so ungefährlich ist der Virus eben auch nicht. Also überlastet würde ich nicht sagen, nein. Es war stressig, man hat es gemerkt in den Spitälern, die Schwestern, die Ärzte, alle sehr gestresst, aber es war nie überlastet. Es gab immer wieder Betten. Ich würde sagen, Österreich hat das ganz gut gemacht. Also es ist so, dass die meisten Freunde, engen Freunde vor allem, auch im Rettungsdienst tätig sind. Vor allem viele bei derselben Organisation, das heißt, man hat sich gegenseitig ziemlich viel gesehen. Und wenn nicht im Dienst, dann auf Discord beim COD spielen, ganz klar. Ja. Also ich würde sagen, Kontakt hatte ich relativ viel mit meinen Freunden, fast mehr als sonst, ehrlich gesagt. Jetzt eine Zeit lang aber nicht viel gemacht, am Abend vor allem, aber jetzt gegen Ende waren wir auch schon wieder ein bisschen unterwegs. Man trägt Masken in Supermärkten. Aber ich habe das Gefühl, dass wie die Leute drauf sind, sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Also ich würde schon sagen, dass sich etwas verändert hat. Die ganzen Gesundheitschecks, also in Spitälern, was Temperaturmessen angeht. Die Menschen, die unterwegs sind, man muss dazu sagen, der Kollege hat schon recht, es waren trotzdem viele Menschen unterwegs. Aber die Lokale haben geschlossen gehabt, Bars, Clubs haben geschlossen gehabt. Es war auf jeden Fall komisch. Also es war wirklich eine komische Zeit. Ist eine komische Zeit. Ich habe es im Dienst mal gesehen. Ist jetzt nicht so meins, muss ich ehrlich sein. Ich verstehe Solidarität, ist was Gutes, kein Thema. Ja, ich weiß nicht. Ist halt ein bisschen komisch, wieder mal. Hätte noch ein anderes Lied nehmen können für mich. Naja, ich hoffe es. Dass die Leute sich ein bisschen mehr Gedanken über die über ihre Gesundheit machen. Also, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also ich glaube, sobald diese Corona-Krise bewältigt wird, wird es sehr schnell wieder in Richtung Normal zurückkehren. Also ich hoffe, dass es uns vor allem über Pandemien schon etwas beibringt und so ein Plan, der jetzt auch durchgezogen wurde, eben schon existiert und vielleicht nächstes Mal. Und es wird wahrscheinlich ein nächstes Mal geben, noch schneller durchgesetzt werden kann. Beziehungsweise eben, dass mehr Wert gelegt wird auf Händewaschen und Hygiene. Ja, also ich glaube, gerade in unserem Alter, es waren schon einige Pläne, wir wollten nach Barcelona fahren. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die mich am meisten getroffen haben mit dem Reisen. Gerade nach dem Zivildienst, wo man auch ein bisschen Geld hat. Dass man eigentlich eine Zeit, die man dafür nutzen wollte, dass man ein bisschen rauskommt aus Österreich, und das ist jetzt alles ins Wasser gefallen. Ja, das mit dem Reisen stimmt auf jeden Fall. Ich hatte große Pläne, ich wollte surfen gehen, ich wollte nach Barcelona. Ich wollte generell nach Sydney ein bisschen das Leben genießen. Und das ist natürlich jetzt, da ist ein Strich durch die Rechnung gezogen worden. Ja, also. Besser in Österreich. Ich hoffe, es wird mehr Acht auf Klima gelegt, und ich hoffe, Menschen können verstehen jetzt, was es heißt, in Ausnahmesituationen zu sein, und vielleicht wird das normale Leben ein bisschen mehr ausgekostet und
vielleicht kleine Veränderungen. Ich glaube, man wird auf jeden Fall was merken. Also, ja. Ja, ich hoffe auch, dass einige Jobsparten ein bisschen mehr, wie soll man sagen, also dass die ein bisschen mehr wertgeschätzt werden. Gerade Supermarktverkäuferinnen und Arbeiter im Gesundheitswesen.